Wir sind gegen Uploadfilter und ich, mein Name ist Arnold Schiller. Das muss ich so sagen nach dem Versammlungsgesetz, denn ich bin euer Versammlungsleiter heute. Wir sind hier, wir sind laut. Artikel 13 oder vielleicht auch 17 oder was auch immer. Deswegen haben wir uns heute hier versammelt, weil wir die Europaparlamentarier überzeugen wollen, Nein zu sagen. Nein zur Copyright-Direktive. Stoppt Artikel 13. Wir sind keine Bots. Anpassen auf den Marienplatz 10.000 Leute. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen werden, aber ich weiß eins. Wir müssen runter von dem Platz, weil die werden zu viele. Recht herzlichen Dank allen, die hier heute erschienen sind. Begrüßt wir Thomas Lechter von Auskipp. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass so viele da sind. Es ist verdammt wichtig, dass ihr hier seid. Ich möchte meinen kurzen Redebeitrag zum Thema Urheberrechtsschutz und Freiheit im Internet aus zwei Perspektiven entwickeln. Zum einen als Mensch, der in seinem Beruf seit 27 Jahren in der Musikbranche tätig ist. Ich habe unter anderem 15 Jahre lang eine Konzertagentur betrieben und dabei sehr eng mit vielen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Und zum anderen als engagierter Bürger, der sich gegen staatliche Willkür zur Wehr setzt, was unter anderem seinen Ausdruck in meinem Einsatz für die Auswärtsdemo letzten Juni gefunden hat. An der Seite von engagierten Kulturschaffenden bin ich natürlich für den Urheberrechtsschutz, weil ich weiß, wie viele Menschen, die kreativ tätig sind und mit ihren tollen Beiträgen unsere Gesellschaft bereichern, wie sehr viele von denen in äußerst prekären Verhältnissen leben müssen. Kunst ist bei uns wenig wert, außer man kann sie vermarkten. Und dann wird vielleicht eine ganze Industrie draus, die angeblich Kunst erstellt. Interessant in der Debatte ist ja, wer sich aus dieser Ecke jetzt plötzlich öffentlich so lautstark für den angeblichen Schutz künstlerischer Arbeit stark macht. Hauptsächlich Großverdiener und die Musik- und die Filmindustrie. Dieses Dilemma haben wir auch in der schon seit Jahren geführten Debatte um die GEMA. Ihre Aufgabe sollte sein, alle Musikschaffenden in gleichem Maße zu unterstützen, aber die Art und Weise, wie sie arbeitet, begünstigt vor allem die Großkopferten und die, die ohnehin schon gut aufgestellt sind. Das liegt im Kern an zwei Dingen. Staatliche Behörden und Institutionen übertragen die bei ihnen liegende Verantwortung an große Konzerne, mehr noch an Technik- und Software-Giganten. Wenn plötzlich Google oder Facebook für den Urheberrechtsschutz verantwortlich gemacht werden, dann werden sie logischerweise im Interesse ihrer Konzerne handeln und so wenig Aufwand wie möglich betreiben. Schließlich wollen sie ihre Profite maximieren und nicht etwa soziale Medien oder die Freiheit der Kunst verteidigen. Und deswegen werden sie Uploadfilter installieren, auch wenn es andere Wege gäbe. Und deswegen werden sie Algorithmen programmieren. Wir haben doch das Entstehen der sogenannten Blasen in den sogenannten sozialen Netzwerken gesehen, wohin diese Algorithmen führen. Wo eine kleine durchgeknallte Gruppe sich plötzlich einbildet, das Volk zu sein. Es ist wie bei Goethes Zauberlehrling. Die hier entfesselten Kräfte führen zu einer Wucht, die kaum mehr zu bremsen ist, die den Aufstieg rechtsnationaler, neoliberaler und klerikaler Kräfte in und außerhalb der AfD massiven Vorschub geleistet haben und so zur Spaltung unserer Gesellschaft führen. Wenn wir von Freiheit im Internet reden, dann können wir das nicht losgelöst von den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen tun. Und da sehen wir, dass die Regierenden sich zum einen von den rechtsnationalen Kräften bestimmen und vor sich hertreiben lassen und Freiheitsrechte immer weiter einschränken. Siehe, Einführung der Polizeiaufgabengesetze, die Behandlung von Menschen, die aus Not und Krisen zu uns kommen. Und ein erschreckend aktuelles Beispiel ist die soeben von CDU und CSU begonnene Kampagne zum starken Staat.
Sucht mal den Hashtag starker Staat, was da gerade losbricht, und ihr werdet entsetzt sein. Und zum anderen werden doch diese Parteien immer nur die Interessen der Konzerne gestützt und leider nie die wirklichen Probleme der Menschen angegangen. Die sozialen Fragen bei Altersarmut, Wohnungsnot, Pflegesituation etc. stehen komplett hinten an. Und zum anderen die nicht enden wollende Begünstigung von multinationalen Konzernen, welche die Kluft in der Gesellschaft immer schneller vergrößert, die Reichen immer reicher macht und die Armen auf der Strecke bleiben lässt. Als bürgerschaftliche Bewegung nutzen wir die Europawahl, um übrigens in vielen Städten Europas am 19. Mai zu Massendemos zu mobilisieren und auch in München die Themen, die uns an verschiedensten Stellen beschäftigen, zusammenzubringen. Vom Klimaschutz über Migrationspolitik, von sozialer Gerechtigkeit über die Forderung nach Chancengleichheit bis hin zur Freiheit des Internets. Das Internet kann jedoch nur so frei sein wie die Gesellschaft, die es nutzt. Ich bitte euch deswegen, alle auch an diesen Demos teilzunehmen und einen grundlegenden Wandel von unten auf den Weg zu bringen. Denn gemeinsam sind wir stärker. Thomas Lechter. So, willkommen zum Soundcheck der ersten Großdemonstration gegen Akkordeonspieler in Fußgängerzonen. 1, 2, check.